Antenne Bayern. Der weiß-blaue Wochenrückblick. Man hört's vielleicht, ja. Jeder ist krank, alle kriechen zum Medikamentenschrank. Da gibt's Pillen, Tabletten, lecker Hustensaft. Den Schluck, der schmeckt wirklich ekelhaft. Doch darf man küssen, wenn man krank ist? Ist das okay? Wenn er geküsst werden will, wieso nicht? Früher oder später kriege ich die Grippe eh. Das 3:1 von Bayern gegen Arsenal war den Fans von Fürth in dieser Woche egal. Ihr Trainer wurde gefeuert, das Team zu schlecht, doch er war so nett und viele finden es ungerecht. Ja, der Mike muss gehen. Mensch, so ein Salat. Denn jeder weiß natürlich, dass Mike Büskens unendlich tolle Arbeit hier geleistet hat. Und schon wieder ein Lebensmittelskandal. Pferdefleisch im Hack ist nicht wirklich normal, doch nach EHEC, BSE und Schweinegrippe schockt uns nicht mehr viel, das wird langsam Sitte. Als nächstes kommt wohl die Influenza-Nudel. Der Pferdefleischskandal erreicht jetzt auch das Bäckerhandwerk. Jetzt auch Pferdeäpfel im Apfelstrudel. Er leidet wieder eine Woche, ist jetzt rum, hört's Antenne Bayern, dann stirbt's nicht dumm. E-Bugs.